gibt eine ganze Reihe von Gründen, weshalb du deine Firma verkaufen willst. Was ich dir nicht wünsche, dass du es eines Tages musst, aus gesundheitlichen oder anderen Gründen. Deshalb macht es Sinn, dass du vielleicht dir heute schon Gedanken machst, wann du deine Firma verkaufen willst. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Schritten, die es zu tun gilt. Und ich werde dir heute die wichtigsten davon zeigen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Unternehmensnachfolge. Und wir begleiten nicht nur Unternehmen in den Wachstums- oder Gründungsphasen, sondern auch in der Phase der Übergabe des Verkaufs. Beim ersten Punkt geht es darum, überhaupt festzustellen, ob deine Firma, dein Unternehmen übergabefähig ist. Und in der Regel kann man so sagen, sollten mindestens 50.000 Euro Überschuss auch vorhanden sein, damit der Nachfolger davon leben kann. Noch viel wichtiger ist, dass das Unternehmen an sich unabhängig von deiner Person noch weiter funktioniert. Also im besten Fall hast du alle Kunden an Mitarbeiter übergeben, deine gesamten Prozesse aufgeschrieben und alle Unterlagen, das ganze Unternehmens-Know-how, die Geschäftsgeheimnisse sind abgebildet, die Rechte gesichert und das Unternehmen so vorbereitet, am besten schlüsselfertig, dass dein Nachfolger direkt übernehmen und weitermachen kann. Beim zweiten Schritt geht es dann um eine vertiefende Analyse. Meistens kommen dann Unternehmensberater, so wie wir, oder Rechtsanwälte und Steuerberater, gucken sich ganz genau alle Zahlen an und spüren Altlasten, Engpässe auf, Schwächen auf, Risiken auf, die dann später der Kunde nicht erst finden will, wenn du in den Verkaufsverhandlungen bist, sondern du selbst vorher schon gefunden und abgestellt hast, damit dann dein Unternehmenswert auch ansteigt und der Deal auch tatsächlich über die Bühne gehen kann. Auch der dritte Punkt kann für dich steuerlich relevant sein, ob du das Unternehmen verkaufst, so wie es ist, als Einzelunternehmer dann die Assets verkaufst oder hast du eine Kapitalgesellschaft oder andere Gesellschaft und verkaufst die Shares oder die Gesellschaft an sich oder baust du sogar ein Aktienunternehmen auf und verkaufst die Aktien. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und hier macht es Sinn, auch mit einem Steuerberater deiner Wahl, der sich damit auskennt, die beste Dealform für dich herauszufinden, damit du möglichst wenig Steuern auch zu zahlen hast. Beim vierten Punkt geht es um die Wertmaximierung, sprich also deinen Unternehmenswert legal zu steigern. Was meine ich damit? Wenn du diverse Altlasten noch mitschleppst oder beispielsweise Familienangehörige noch angestellt hast oder andere Steuersparmöglichkeiten eingebaut hast, dann wirst du einfach bei der Bewertung feststellen, dass dein Unternehmenspreis, der Kaufpreis bewertet wird an den Erträgen der letzten 3 Jahre. Und das fällt vielen Unternehmern auf die Schuhe, wenn die sagen, ich muss spontan verkaufen und dann legen sie die letzten 3 Abschlüsse vor und da sind die Erträge ganz wenig, dann ist der Kaufpreis auch in der Regel reduziert, wenn nicht große Substanz oder andere Werte vorhanden sind. Aber nicht nur die letzten 3 Jahresabschlüsse, die letzten 3 Ergebnisse werden deinen Unternehmenswert bestimmen, sondern auch wie die letzten 3 Jahre und dieses Jahr gelaufen ist. Denn wenn du postulierst, dass in den nächsten 3 bis 5 Jahren der Umsatz und Gewinn auch weiter wachsen wird, dann wirst du es nur abbilden und argumentieren können, wenn es die letzten Jahre auch geschehen ist. Also höre nicht auf, dein Unternehmen im Bereich Marketing und Vertrieb und Sales weiter aufzubauen, mehr Umsätze zu generieren, Kosten zu senken, vielleicht auch ein bisschen die Preise anzuheben, damit deine Ergebnisse höher sind und damit die Zuwachszahlen auch steigen. Aber spätestens beim 5. Punkt klopfen häufig die Kunden bei uns an und sagen, Herr Schäfer, wir finden keine Nachfolger, meine Kinder wollen es nicht machen, meine Mitarbeiter wollen es nicht machen und sonst finden wir auch keinen. Bei der Käufersuche geht es dann, eine große, lange Liste von potenziellen Interessenten, von Kaufinteressenten herauszufinden und diese erstmal anonym anzusprechen, damit niemand von deinen Mitarbeitern, niemand von deinen Kunden weiß, dass deine Firma zum Verkauf steht. Im schlimmsten Fall, so wie beim Steuerberater, kriegen das die Mitarbeiter mit und kurz vorm Deal, als die Information die erreicht hat, haben die alle gekündigt. Und der Käufer hat gesagt, nun, die Kunden wollte ich nicht, hauptsächlich wollte ihre Mitarbeiter haben, die sind alle weg, deshalb platzt der Deal. Und natürlich gilt es auch, deine gesamte Firma nicht nur in der Vergangenheit, sondern die nächsten 3 bis 5 Jahre in der Zukunft auch in Zahlen, einen Finanzplan abzubilden. Denn auch diese Vorausschau wird ein Teil zumindest der Kaufpreisfindung sein. Das heißt dann, mindestens deine letzten 3 Jahre werden zur Bewertung herangezogen, wie auch deine nächsten 3 Jahre als Planungsrechnung. Das Gesamte gibt dann eine Unternehmensbewertung und von dieser Unternehmensbewertung wird dann eine Kaufpreisfläche abgebildet und natürlich startest du ganz oben in den Verhandlungen mit potenziellen Interessenten. Und parallel zu all diesen Maßnahmen vervollständigst du deinen Notfallkoffer, wenn du ihn noch nicht hast. Denn da sind alle Unterlagen, alle Verträge drin. Dort sind alle Zugangsrechte, alle Passworte drin. Da sind alle Vollmachten drin, die Prokura, die Gesellschaftsverträge. Also alles, was zur Firma gehört, damit ein Dritter, entweder dein Stellvertreter oder der Käufer, die Firma 1:1 auch rechtlich weiterführen kann. Und diese Inhalte aus dem Notfallkoffer, die fließen dann auch in einen Datenraum oder mehrere Datenräume, wo dann die Kaufinteressenten nach Unterzeichnung einer Stillschweigeerklärung dann auch Zugriff bekommen. Und dort wird der Käufer mit seinem Steuerberater, seinem Rechtsanwalt, seinem Unternehmensberater alles sichten.
und dann dir ein Angebot machen und dann kommt zu den Verhandlungen zum Verkauf. Einige dieser Punkte kannst du sicherlich selbst machen, das Zusammensuchen der Sachen. Andere wiederum, da brauchst du Steuerberater, Rechtsanwalt, Unternehmensberater, meistens zu dritt. Aber wenn du die Unternehmensbewertung, die Zukunftsrechnung, das Exposé, all das nicht selbst machen willst und auch bei der Käufersuche Unterstützung brauchst, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir haben über 40 Berater, wo wir in kleinen Teams Unternehmern dabei helfen, nicht nur ihre Übergabefähigkeit, das Unternehmen herzustellen, den Wert zu maximieren, sondern auch die Käufersuche und die Verhandlung bis zum Deal abzubilden. Gerne kannst du jetzt auch das Video mit Daumen hoch bewerten, den Kanal abonnieren, wenn du weitere solcher Filme in Zukunft auch sehen willst. Und gerne mach jetzt Gebrauch vom kostenfreien Erstgespräch. Wir freuen uns, dich kennenzulernen und dich dabei zu begleiten, zu einem höchstmöglichen Preis dein Unternehmen auch zu verkaufen.